Bei einem Verkehrsunfall auf der B52 bei Trier sind 4 Menschen verletzt worden, 2 davon schwer. Ein LKW hatte beim Fahrbahnwechsel ein Auto erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort stieß der PKW mit einem Sattelzug zusammen, der wiederum gegen einen weiteren LKW fuhr. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 200.000 Euro.